Cut machen. Oder packst du es so aus? Dann machen wir jetzt erstmal. Wir fangen mit dem Controller an. Sogar dieser Controller ist das Besonderste an dieser PlayStation. Warum? Das ganze Next Gen steht ja in, ist ja in dem Controller drin. Ja, das stimmt. So. Hier sag nur, ich bin ein Kind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, Leute, wir machen einen kurzen Cut. Nein, nein, nein. Warum? Du hast keinen Cut. Ich will nur den mal in die Hand nehmen, kurz. Ich kann ja dann halten. Halt mal kurz die Kamera. Boah, ey, Digga. Dieser Controller, mashallah. Was, hast du mich gerade gefilmt? Nein, ich nur deine Hände. Mein Kameramann will nicht gesehen werden, weil er zu geil für diese Welt ist. Okay, dann. Ey, Leute, Digga. Dieses in also der Hand, Digga. Hier, dieser Grip. Man sieht hier ganz klein. Diese kleinen Dinger sind. Also wir zeigen euch den Controller mal von oben. Also so sieht er aus. Von hinten. Es soll hier auch so einen Widerstand haben. Ja, das hat hier echt einen krassen Widerstand. Wenn man das hier so drückt, geht es nicht so ganz schnell nach unten. Dann das muss man schon ein bisschen gut drücken. Mhm. Hier. Bedienungsanleitung. Ja, Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Mach schon mal das nächste auf. Okay, jetzt kommen wir zur Ladestation. Übrigens ist ein separater Controller, der, also dass man zwei hat. So. Wir nehmen jetzt schon so 2 Minuten auf. Geil. Ja, trotzdem, ich glaube, das Video wird so legendär. Ah, der ist schon ein bisschen anders verpackt. Mit 2 Kartons. Mal sehen, was hier drin ist. Erde. Okay. Genommen. Okay, auf jeden Fall. Also hier ist eine Anleitung. Ein Safety Guide. Hier ein Kabel. Mhm. So sieht der Kabel aus. Hier ist noch ein Kabel. Noch ein Kabel. Und dann kommen wir auf zu der Ladestation. Hater würden schreiben, es ist fake. Aber ich finde es auch schön. Zeig mal, das ist was? Das ist genau das gleiche Modell, so wie bei der PS. Also bei der richtigen PlayStation. Ja, wenn man sie hinstellt. Ey, wie bei der richtigen PlayStation, nur. Leute, das ist halt wirklich eine Mini-PlayStation, sieht so aus. Ja, und das ist halt die Ladestation. Also. Ich glaube, wenn der Widerstand hier nicht funktioniert, zeig ich euch mal. Und man diesen Dings wirklich, wenn man das wirklich so ganz einfach nach unten drücken würde, hieß es halt auch, der Controller wäre kaputt. Okay, Ladies and Gentlemen, wir kommen jetzt zum PlayStation 5. Ja, fertig, das Video ist zu Ende, Spaß. Das brauchen wir nicht. Nein, Spaß. Ich hätte wirklich nie gedacht, seit dem Release, wo ich es im Fernseher gesehen habe, dass ich jemals in meinem Leben dieses Kolos auspacken werde. Play like never before. So. Also 8K, 4K, 120 Hertz, HDR. Hey, du musst ein bisschen näher kommen. Okay.
Play like never bow. Ich kann einfach kein Englisch sprechen. 825 GB, okay. David. Go! Da steht da wie Go. Okay, packen wir aus Edith, damit wir jetzt alles gut filmen. Ja. Ich guck. Oh, hey! Ich filme mal hier von oben. Darf ich jetzt aufmachen? Oh mein Gott. Alter. Wie soll man das hier? Warte. Warte, kurzer Cut. Wir machen es kurz auf. Warte. Und Leute, es geht wieder weiter. Ja. Wir haben es jetzt ausgepackt. Den Cut drin ist nichts mehr drin. Die Packung sieht einfach so aus. Ja. Hat halt noch so einen Öffnungsmechanismus. Halt, aber ist halt auch nicht gut. Okay. Ah, hier ist noch so eine Anleitung. Jo. Als erstes muss man, glaube ich, ja, mach's einfach auf, das mach hochmachen und dann den Karton auf den Boden legen. Und dann das hier hochziehen. Ach, da kommt bestimmt alles entgegen. Haben die extra strukturiert überall einen Platz? Komm, Ideas. Okay, Leute, der legendäre Moment kommt jetzt. Der Kabel. Ladies and gentlemen, we got it. Ladies and gentlemen, we got them. Ja, okay, nein, es fängt jetzt an. Okay. Ich glaube, so ein Stecker. Okay, es geht wieder weiter. Okay, Anleitung und Beginners Guide. Das Gummi. Ah, hier ist der Controller. Ja, der zweite Controller, der mit drin war. Okay. Warte, wie sieht eigentlich die PS-Taste aus? Leute, so sieht die PS-Taste aus. Es ist nicht wieder wie bei der PS4, sondern also ohne dieses... Ach, ihr wisst schon, warte. Hier, das da, das ist ohne dieses... Diese Vor... Also diese... Ein Schutz bei der PS4. Hier ist es nicht so. Okay, jetzt kommt der wahre Moment. Und Leute, ich will euch noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Guckt mal, das war, ich hab das erst mal herausgefunden. Das hier ist ein P und das hier ein S. Seht ihr es? Das ist ein P und das da unten ein S. Ich glaube, das weiß schon jeder. Ja, komm jetzt. Ah, hier ist noch ein Kabel. Also voll gut versteckt. Der Stammfuß. Stammfuß? Ach so, ja, ja, ja. Damit man die Hinstelle dahin legt. Leute, ich zeig mal alles immer dann von mir. Warte, Elias, jetzt kommt der wahre Moment. Den musst jetzt, du Leute, jetzt kommt der wahre Moment. Komm jetzt. Hier ist sie! Ja, okay, du musst dich so schreien. Die Nachbarn denken noch, ich schlag dich. Boah, ich hier. Und mach den legendären Moment. 3, 2. Ja, mach das. Okay. Hast du gerade zu Ende? Ja, ja. Okay. Übrigens die Disc-Version. So. Ich zoome jetzt sowas. Junge, wenn die jetzt runtergefallen wäre, du wärst. Digga, ich hätte es. Zoom wir mal ein bisschen rein. Da sieht man sie schon. Da sieht man sie. Oh, pure Gönnung. Da ist sie. Die PS5. Lumpo, Lumpo, Lumpori, Lumpo. Ja. Leute, das ist die PlayStation 5.
mit CD. Leute, lasst gerne bei ihm ein Like und ein Abo da und dann sagen wir euch auch schon ciao.